In der kommenden Saison werden bei 6 DTM-Veranstaltungen neben dem Porsche Carrera Cup und der Formel 3 je 2 Rennen des TT Cup ausgetragen. Wir haben 24 Autos am Start. Die festen Fahrer, das sind unsere 18 Talente aus 13 Ländern. Dazu kommen dann nochmal 6 Gaststarter. Wir werden eine gute Mischung aus Journalisten, Rennsportlegenden und VIPs aus aller Welt haben. Die Agenda in Barcelona, das richtige Setup finden. Die Piloten machen erstaunliche Fortschritte und das, obwohl das Projekt erst kürzlich gestartet ist. Neuburg an der Donau im Dezember 2014. Viele internationale Bewerber sind gekommen, um sich eines der heiß begehrten Cockpits für den neuen Markenpokal zu sichern. Zunächst gehen wir mit den jungen Leuten auf die Strecke. Sie sollen ein Gefühl für den Wagen und die Ideallinie bekommen. Danach werden wir noch mal für 3 Runden auf die Strecke gehen. Ich werde immer hinterherfahren und ihre Linie beurteilen, die Geschwindigkeit und alles, was auf der Strecke wichtig ist. Which is important on a racetrack. Es geht zur Auswahl auf die Strecke. Jetzt müssen die Rookies alles geben und vor allem beweisen, welche Erfahrung oder welches Talent sie mitbringen, um in dieser neuen Rennserie zu bestehen. Ja, das war schon eine tolle Erfahrung. Du siehst immer die Scheinwerfer hinter dir und du weißt, jetzt musst du alles aus dir herausholen. Das war eine tolle Erfahrung und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es echt genossen. So much fun, so I enjoyed it. Bei der Auswahl für den TT Cup kommt es nicht nur auf das Können auf der Strecke an, um am Ende dabei zu sein. Good, how are you here? Für uns war das schon ziemlich beeindruckend, die Teilnehmer auf der Rennstrecke, dann aber auch in den Interviews zu sehen, wie sie ihre Motivation und ihre Eindrücke schildern und ihre Fähigkeiten preisgeben.